Wichtig nur, bevor ihr in den PC reinfasst, erdet euch natürlich selbst. Wasserleitung, Heizung, irgendwie so in der Richtung. Anfassen, nur Baumwollklamotten tragen, also dieselben Sicherheitsseilen. Variante 1, minimalster Kosten. Warum dann das Wattestäbchen? Natürlich geschlossene Teile. Ich verkack's hier zum fünften Mal, ey. Hallo liebe YouTuber und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Wir zerlegen ein Notebook von Medion. Es handelt sich um ein Akoya und hier mal die genaue Bezeichnung für euch. Akoya WIM2220. Ja, das sind definitiv die Überreste von Cola. Ich entschuldige mich für das Gepiepe. Irgendein LKW meint gerade vor der Wohnung umdrehen zu müssen. Ich liebe es. Naja. Hallo, MSI kommt aus einem Medion-PC, war tierisch staubig und hier war schon mal jemand bei, warum auch immer jetzt gerade meine Kaffeemaschine geklackt hat, aber sie wird es schon wissen. Das ist eine GeForce 4MX aus dem Hause MSI. Ja, es gab mal eine Zeit, da hat GeForce seine Karten mit 1, 2, nein, Spaß beiseite. Hallo YouTuber und Hardware-Freunde. Und zwar geht es heute um den Gras... Und alle Kühlkörper sind geschraubt. Und genau jetzt muss ein Flugzeug hier lang fliegen. Die sich eben mit diesem Mainboard ausgiebig beschäftigen. Das jetzt nicht. Freit man das Board aus seiner ESD-Schutztüte, so fällt einem gleich das Crite-Design aus. Gold ummantelt bzw. halt silbern von der Verschlusskappe und haben eine goldene Folierung rundherum. Das ist doch zum Reiner. Das Gefühl, dass es als Platine komplett getaucht wurde. Einzig, wenn man es ein wenig reflektierend hat, also im Endeffekt, wenn man es so dreht, dass das Licht gebrochen wird vom Board. Hallo YouTuber und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, ihr seht es vor euch, es ist ein Video zu unserem Produkttest des Z170A. Achtet nur drauf, dass natürlich keine Reinigerrückstände sind auf eurer CPU, denn Reinigerrückstände würde bedeuten, dass ihr die neue Wärmeleitpaste im Endeffekt gleich wieder mit Material oder mit Reiniger kontaminiert und sie demzufolge auch auflöst. Kann man sich mit durchhangeln. Ich für meine Seite gehe lieber den sicheren Weg und warte auf das Rückzug. Ich mache Video jetzt kurz, ja. Die ganzen SATA-Kabel und alles passten ohne irgendwie, dass man ein bisschen Dollar zufassen musste. Das war... Toll! Wie sie auch bei anderen Mainboards das normalerweise ausliefern, die Schaumstofffläche verbaut hätte, sprich, statt des einfach nur Bleches mit den entsprechenden Prägungen, die dann als nächstes das Mainboard eingefädelt, kurz angehalten und festgestellt, es ist ein Standard ATX Mainboard, allerdings nur mit 4 Befestigungen. Können ein bisschen beim Fehlen im Weg sein. Also so mir zum Beispiel ist es passiert, dass ich die Feder, die eigentlich auf sehr schöne Detaillösung. Das hat das Board übrigens im Vergleich zum normalen Crite Board gibt es das nicht mehr.
Und ich erschlag den Hund, der da unten ist. Ja, willkommen unter meinem Schreibtisch. Das ist das BIOS. Während das Inter-Extreme Tuning Utility...